In diesem Video werde ich dir einmal erklären, worauf du achten solltest, wenn du ein Aquarium gebraucht kaufst. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aquaona, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und in diesem Video möchte ich dir einmal erklären, worauf du achten solltest, wenn du dir ein Becken gebraucht kaufst. Dieses nette Ding hier neben mir ist mein neues Becken und das habe ich gebraucht gekauft. An dieser Stelle Dankeschön dir, Jan, von dem ich das Becken nämlich bekommen habe. War eine Sache über eBay Kleinanzeigen. Ich bin nach Kassel gefahren, habe mir das Becken abgeholt und dabei habe ich den Jan getroffen. Jan schaut auch hier zu, deshalb hier nochmal an der Stelle danke für das Becken. Ich freue mich sehr darüber. Wir gucken uns jetzt mal an, worauf man bei so einem Becken achten sollte, was so die typischen Stellen sind, an denen Gebrauchsspuren stattfinden, welche Gebrauchsspuren okay sind und welche ihr vermeiden solltet. Ein Becken gebraucht zu kaufen, ist halt eine schöne Möglichkeit, an ein gutes Weißglasbecken ranzukommen, ohne unendlich viel Geld in die Hand zu nehmen. Nicht jeder hat das Geld für einen ADA Cube Garden oder sowas und kann sich halt so ein Weißglasbecken neu leisten, aber auch für andere Becken ist es natürlich eine schöne Option, wenn man einfach günstig an ein neues Becken kommen möchte, sich das Ganze zu kaufen. Ich habe gerade schon Weißglas angesprochen. Das ist auch die erste Sache, worauf ihr achten solltet, wenn das in der Beschreibung steht. Ihr könnt nämlich gerade an den Kanten könnt ihr sehr gut erkennen, um was für eine Glassorte es sich handelt. Weißglas sind die teureren Becken, weil das Glas sehr viel klarer ist. Das Glas hat keinen eigenen Farbstich. Bei günstigen Becken kommt meistens Floatglas zum Einsatz. Ihr seht das hier an meinem anderen Becken, an meinem Denali Cube. Der besteht nur aus Floatglas und ihr seht diesen grünlichen Schimmer oben an den Kanten. Und das bedeutet einfach, die Scheibe ist nicht hundertprozentig klar, sondern sie hat so einen leichten grünen Stich. Das sieht man nicht wirklich, wenn man so durch die Scheibe durchguckt. Aber wenn halt Licht gerade an die Kanten fällt, kann man das an den Kanten sehr gut sehen. Und da sieht man eben auch an den Kanten eines Weißglas-Aquariums, dass es dort keine Verfärbung gibt, sondern das Ganze einfach nur weiß und hell ist. Weißglas ist also schon mal ein Qualitätskriterium, was euch zeigt, okay, ihr habt hier ein hochwertiges Becken für euch, was auch ansonsten echt teuer ist. Also Weißglasbecken in großen Größen sind wirklich teuer und auch solche kleinen Größen sind nicht gerade günstig. Sonnenbecken hier, das sind jetzt 20 Liter, das kriegt ihr so für 90 bis 100 Euro. Und das ist schon verglichen mit anderen Becken natürlich sehr, sehr teuer. Beim Gebrauchtkauf ist das Erste, worauf ihr achten solltet, meiner Meinung nach, die Silikonverklebung. Denn die ist natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, ob ein Becken dicht ist oder nicht. Man kann an der Silikonverklebung sehr schön sehen, ob sie irgendwo beschädigt ist. Denn die Silikonkanten, wenn sie gut gemacht sind, sind sehr gleichmäßig, sind sehr glatt. Und da kann man sehr schön sehen, befinden sich jetzt auf der Silikonkante irgendwelche Unebenheiten. Ist die Silikonkante vielleicht an einigen Stellen ausgefranst? Sind da Einschnitte oder kleine Löcher drin? Dann solltet ihr vorsichtig sein. Denn wie gesagt, die Silikonkante ist der maßgebliche Faktor, der ein Becken dicht macht. Und das ist natürlich das allererste, was so ein Becken sein sollte, nämlich zu 100% dicht. Ihr könnt übrigens auch an den Silikonkanten ganz gut sehen, wie hochwertig das Becken generell auch verarbeitet wurde, weil nämlich gerade bei günstigen Becken wird sehr viel mehr Silikon eingesetzt als bei teuren, hochwertigen Weißglasbecken. Man sieht den Vergleich hier zum Beispiel, die Stoßverklebung der Kante ist hier sehr dünn, damit nämlich die Verklebungskante im Becken später möglichst nicht auffällt. Auch die Farbe des Silikons ist ein Faktor dafür, wie hochwertig das Becken insgesamt ist. Transparentes Silikon ist natürlich das, was ihr idealerweise haben wollt, damit es halt später im Becken möglichst nicht auffällt. Ältere Becken oder eben billigere Becken sind häufig schwarz verklebt und das sieht man natürlich total. Schwarzes Silikon ist halt günstiger als transparentes Silikon und wird deshalb für günstigere Becken eher benutzt, ist aber eben auch nicht so schön. Und gerade beim Gebrauchtkauf, finde ich, da ihr ja ohnehin am Becken Geld spart im Vergleich zum Neukauf, könnt ihr dann noch darauf achten, dass ihr auch eins mit transparenter Silikonverklebung bekommt, weil es einfach später sehr viel hochwertiger aussieht. Der dritte Punkt für die Silikonverklebung, achtet darauf, ob an der Silikonverklebung noch Algenreste sind. Das lässt so ein bisschen Rückschluss darauf zu, wie gut oder schlecht das Becken gepflegt wurde, als es noch lief. Zu starke Algenreste, zu starker Algenwuchs an der Silikonkante kann halt auch dazu führen, dass diese über die Zeit porös wird, dass diese über die Zeit an der entsprechenden Stelle nicht mehr hundertprozentig dicht ist. Wenn das nur oberflächlich ist, wenn das nur so Punktalgen sind, ist das kein Problem. Aber wenn das so weit geht, dass ihr halt an dieser Stelle seht, dass sich das Silikon verändert hat, dass da eben so leichte Einbuchtungen drin sind oder, was ich gerade schon gesagt habe, so Einschnitte, so Einkerbungen, dann solltet ihr davon eher Abstand nehmen. Die andere Sache ist natürlich das Glas selber. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass ihr, wenn ihr ein Becken gebraucht kauft, dass ihr eins findet, was wirklich komplett kratzerfrei ist. Allein schon durch die Steine, allein schon durch den Bodengrund, der eingefüllt wird, allein schon durch das Rumhantieren mit Pinzetten, mit Scheren, mit was auch immer,
kriegt so ein Becken einfach Kratzer ab. Ich persönlich finde das nicht wirklich schlimm, weil im laufenden Betrieb sind Kratzer etwas, was eigentlich nicht sichtbar ist, nicht wirklich. Gerade wenn auf dem Boden Kratzer sind, völlig egal, kommt Bodengrund drauf, sieht niemand, ja, würde ich mir überhaupt keine Sorgen drüber machen, wenn auf dem Boden Kratzer drauf sind. Wenn an den Seiten oder vorne Kratzer sind, gut, die kann man sehen, wenn man entsprechend im richtigen Winkel dann auf das Glas drauf schaut, aber generell ist das etwas, was ihr halt kaum sehen werdet, vor allem wenn das so leichte Kratzer sind, die fallen einfach nicht wirklich auf, da würde ich mir keine großen Gedanken drüber machen. Wenn natürlich jetzt die Front komplett zerkratzt ist und ihr denkt so, mein Gott, da ist jemand mit Schleifpapier drüber gegangen, klar, dann nehmt das nicht, weil das ist natürlich ein kosmetischer Fehler, der die ganze Zeit auffällt. Aber wenn ihr suchen müsst, um Kratzer zu finden, dann müssen andere, die euer Becken sehen, erst recht suchen, um Kratzer zu finden. Und das macht halt keiner. Sowas fällt dann nicht auf, da würde ich mir also keine großen Gedanken drüber machen. Worauf ihr allerdings achten solltet, sind die Ecken, die Kanten des Aquariums. An denen kann man nämlich unsachgemäße Handhabung feststellen. Denn manchmal ist es so, dass an Ecken halt ein bisschen Glas abgesprungen ist. Wir sehen das auch hier an der Stelle, da ist ein ganz, ganz leichter Sprung drin. Da ist das Becken vielleicht mal irgendwo gegengestoßen oder mit einem anderen Gegenstand ist gegen das Becken gegengestoßen. Und das ist etwas, auf was ihr schon achten solltet. Je nachdem, wie groß diese Sprünge sind, finde ich die auch wieder vernachlässigbar oder eben ausschlaggebend dafür, ob ihr das Becken kauft oder nicht. Hier an diesem Becken sind insgesamt zwei kleine Sprünge dran. Die sind aber einerseits sehr schmal und sehr klein. Und andererseits sehr gerade. Es ist also nichts gesplittert. Es ist nichts irgendwie nach links und rechts ausgebrochen, sondern es ist einfach gerade ein Stück von dem Glas an dieser Kante weggesprungen. Und das finde ich nicht problematisch. Denn das ist wieder etwas, dadurch, dass das so sehr gerade ist, fällt das nicht auf. Das sieht halt im Endeffekt aus wie so eine Schliffkante. Es ist tatsächlich abgesplittert, aber es fällt nicht auf. In dem Moment, wo es gesprungen ist, wo es also gesplittert ist, wo ihr quasi so kleine Zähnchen nach links und rechts rein habt, da wird es problematisch, weil diese Splitterung verändert auch die Stabilität des Glases. Und das ist dann eben schon ein Punkt, wo ihr überlegen solltet, na, will ich das jetzt noch haben oder nicht. Wenn das an der oberen Kante passiert, nicht so dramatisch. Wenn das an der unteren Kante passiert, schon ein bisschen dramatischer, weil natürlich auf der unteren Kante, an der unteren Stelle, sehr viel mehr Druck herrscht im Becken. Und wenn ihr da eine Splitterung drin habt, dann kann es sein, dass die tatsächlich die Stabilität des Glases an dieser Stelle beeinflusst. Wie gesagt, oben kein Ding. Unten überlegt euch, wie groß ist die Splitterung. Wenn es wie gesagt nur sowas hier ist wie hier, was gerade abgeschlagen ist, kein großes Problem. Wenn es gesplittert ist, wenn es aufgebrochen ist, lasst lieber die Finger davon. Was ihr dann nämlich machen könnt, wenn ihr gerade an einem Becken steht und euch überlegt, ist das so in Ordnung oder nicht, fahrt einfach mit dem Finger alle Kanten einmal ab. Ihr merkt sofort, wo irgendwas gesplittert ist, denn da ist es dann scharfkantig, weil die Kanten von Becken sind eigentlich immer sauber geschliffen. Und sobald ihr hier entlang fahrt und merkt, ah, da ist irgendwie was, dann kommt ihr sofort da drauf. Auch wenn man das vielleicht nicht sofort sieht, weil wie gesagt, bei so einem Weißglasbecken, das ist eine gerade Splitterung, die fällt nicht sofort auf. Aber fahrt einmal mit den Fingern entlang, dann fällt es euch auf und dann wisst ihr sofort, wo ihr hinschauen müsst. Das gleiche übrigens auch mit den Silikonkanten. Fahrt ruhig die Silikonkante innen mal mit dem Finger ab, dann merkt ihr sofort, ob da Unebenheiten drauf sind und wisst sofort, wo ihr drauf gucken müsst. Und zu guter Letzt zählt natürlich einfach der Gesamteindruck des Beckens für euch. Habt ihr den Eindruck, das Becken ist gut gepflegt? Habt ihr den Eindruck, das Becken ist gut gewartet worden? Da ist also keine Beschädigung dran, die durch tägliche Arbeiten entsteht. Bei diesem Becken zum Beispiel, diese Ecken, die sind mir aufgefallen. Mir war aber halt von vornherein klar, ich kaufe ein gebrauchtes Becken. Wie gesagt, das muss euch auch klar sein. Wenn ihr so ein Becken kauft, was schon ein paar Jahre irgendwo rumstand, das wird Gebrauchsspuren haben. Ihr werdet da kein neuwertiges Becken für kaufen. Deshalb bezahlt ihr halt auch nur die Hälfte oder vielleicht noch weniger, je nachdem, wie gut euer Angebot ist. Diese Kanten waren mir in dem Fall egal, weil wie gesagt, ich habe das gesehen, ich habe entschieden, das fällt mir kaum auf, das wird anderen erst recht nicht auffallen. Finde ich völlig okay, dass hier diese Splitterung ist oder hier an der Seite so ein kleiner Kratzer, ist mir wurscht. Aber das Becken insgesamt macht einen sehr guten Eindruck für das Alter, was es hat. Es ist schön gepflegt, es ist sauber, die Silikonkanten sind sauber, da sind keine Algenreste drin, das Silikon ist überall noch perfekt gleichmäßig, die Kanten sind überall noch okay, bis auf diese zwei Punkte. Und auch ein Punkt, die Rückwand, die angebracht ist, ist hochwertig angebracht. Da sind keine Blasen drauf, die ist sauber geschnitten. Das ist natürlich etwas, was keinen Faktor jetzt auf das Becken selber hat. Das ist aber etwas, was dir zeigt, da ist jemand ordentlich und gewissenhaft mit seinem Becken umgegangen. Denn wenn die Rückwand auch schon
scheiße aufgeklebt ist, wenn natürlich eine dabei ist, das kommt natürlich auf euer Angebot an, aber wenn die Rückwand schon Blasen wirft oder sich irgendwo an einer Seite ablöst oder so, für mich zeigt das immer, da hat jemand sein Becken nicht so richtig gern gehabt, nicht so perfekt gepflegt, wie ich das tun würde. Und da ist dann natürlich, da fehlt halt so eine gewisse Konsistenz dann in dem, was ich von einem Becken erwarte und wie ich mit meinem Becken umgehe und wie der andere das dann getan hat. Wenn ich aber ein Becken finde, hier ist eine perfekt glatte Rückwand drauf, die werde ich höchstwahrscheinlich auch drauf lassen. Und das zeigt mir einfach, dass der Jan in dem Fall mit dem Becken sehr pfleglich umgegangen ist. Das Becken wurde hochwertig aufgebaut, hochwertig benutzt und dann kann ich das auch guten Gewissens kaufen. So, ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen, hat dir ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, wenn du dir überlegst, dein nächstes Becken vielleicht mal gebraucht zu kaufen. Ich denke, das Wichtigste, was ich dir mit auf den Weg geben kann, ist, nimm den Finger und fahr damit alle Kanten ab und fahr damit alle Silikonfugen ab. Dann spürst du sofort, wo etwas nicht in Ordnung ist und das kannst du dir dann nochmal gezielt angucken und damit findest du auch jede Stelle, die nicht in Ordnung ist. Schaust dir dann in Ruhe an, überleg, ist es dir das wert oder ist es dir das nicht wert, aber generell ist der Gebrauchkauf natürlich eine super Möglichkeit, um günstig an hochwertige Becken ranzukommen und genau das habe ich auch gemacht und ich bin sehr froh über diesen Kauf und ich freue mich darauf, dieses Becken jetzt in Zukunft einzurichten. Also ich zeige dir an dieser Stelle jetzt noch zwei weitere Videos, die dich vielleicht interessieren können, schau sie dir mal an und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr in der Zukunft verpasst. Wir sehen uns jetzt beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao, ciao.